Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Leben auf dem Bauernhof auf der weichen 2K20. Ich bin auf dem Weg schon wieder zu meinem Hof mit den drittletzten Sachen, die ich noch zum Hof bringen muss. Hab den Udo gerade nochmal angeheuert, dass der mir nochmal was hochfährt. Und dann muss ich nur noch einmal runter und dann habe ich endlich mal alles oben. Dann habe ich keinen Bock mehr ins Tal zu fahren. Och, Lady, Lady, Lady. Ist die immer so kurz vorm Trecker über die Straße laufen muss. Oh. Das wird, glaube ich, ganz schön knapp mit der Sämaschine. Unglaublich, wie schnell das geht, wenn man nicht gerade einen Drescher fährt. Da ist schon ganz schön knapp. Uiuiui. Geschafft. Hat jetzt schon die ganz leicht zu kämpfen gehabt. So, aber nächste Woche geht es tatsächlich los mit der Landwirtschaft. Spätestens, nee, nächste Woche denke ich. Da wird man anfangen, Heu und Gras zu machen und eventuell auch Silage irgendwie. Gucken, dass wir da was anschaffen. Angepflanzt haben wir ja, dass wir Stroh kriegen. Hafer, glaube ich. Oder Gerste? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich kann mal auf dem Feld nachschauen. Auf jeden Fall irgendwas, was Stroh bringt. Von dem her haben wir dann eigentlich alles, was wir brauchen. Wo tue ich denn die Sämaschine jetzt rein? Hoppala. Ah, da haben wir ja das Zeug drin. Udo! Jo! Das kannst du vorne auf den Mistplatz stellen. Ja, hab ich mir gerade auch gedacht. Danke. Sag mal, du, Karl. Hm. Ich hab bei dem, Stadler. Ja. Beim Hermann habe ich Ballen und die Silageballen gekauft. Hm. Für 700. Sag mal,
Wäre das nicht logischer, wenn du die holst? Dann gibst du mir einfach 700 und dann holst du dir die unten, die 7 Stück. Dann hast du schon mal ein paar für die Kühe. Kann ich auch machen. Aber ich, ja, kann ich machen. Dann hast du schon mal ein paar, weil ich hab ja schon welche. Ach so, okay. Ja, kann ich machen. Ich muss sowieso nächste Woche mal anfangen, meine Wiesen zu mähen. Da will ich Heu, Gras und Silage machen. Ja. Ich weiß noch nicht, ob das so klappt. Ah doch, warte mal, habe ich nicht irgendwo eine Ballenpresse? Ah doch, ich glaube vorne in der Scheune drin. Ah doch, da ist eine, ja. Ja gut, können wir so machen. Gut, dann holst du die einfach. Ja, was kriegst dann du dafür? 700. Ach, 700 alle zusammen? Ja, genau. 100 pro Ballen. Das ist ja nichts. Wollte der, ja. Überweise ich dir gleich. Jo. Oh, danke dir. Danke auch. Jo, tschüssi. Tschö. So, warte mal, da muss man hier ein bisschen Ordnung schaffen. Ich glaube, den Messer, den stelle ich dann mal vorne rein. Platz mehr hier. Jetzt habe ich so viele Hallen. Und trotzdem keinen Platz. Na. So, Nummer 1. Da bin ich auch mal gespannt, wie dieses Ding jetzt hier, wie das arbeitet. Stellen wir den Wender noch darüber. Ah, der Schwader fehlt noch. Das wird auch noch. Wenn wir den reinkriegen. Das weiß ich jetzt noch nicht. So, jetzt können wir die da mal reinmachen. Nee, die passt hier gar nicht rein. Oh, das ist jetzt aber nicht wahr, ey. Aber haarscharf. Ja, das ist ja Millimeterarbeit. Hä, die sind unterschiedlich breit. Och nee, das auch noch. Oh, die Halle ist eine einzige Fehlkonstruktion, ey. Oh, ist er. Ist aber Maßarbeit hier. Ja, Moment. Muss man den wieder anhängen. Dann muss der doch darüber.
Dass es so anstrengend ist, hätte ich jetzt nicht gedacht, ne? Warte mal, die füllen wir, glaube ich, gleich mal auf. Moment, eigentlich machen wir das ja gerade falsch, ne? Ja, schon voll. Eigentlich, das nächste Mal werde ich die mit Frontlader befüllen. Nicht so. Warte mal, hatte ich nicht. Ist das noch der ausgeliehene Tiefenlocker oder ist es meiner? Passt so. Kann man anrufen. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ah, jetzt klingelt's. Keiner da. Burger? Ah, hallo. Karl Gutberg hier. Kann es sein, dass ich bei Ihnen mir einen Tiefenlocker ausgeliehen hatte? Das war... Und lassen Sie mich nachdenken. Oh. So ein 3-Meter-Dingens. Das war bei... Den haben Sie doch gekauft. Habe ich den gekauft? Hey, das war der Vorführer vom Herr... Ah, stimmt. Leo... Vom Hochrater, ja, ja. Ah, stimmt. Okay. Gott, danke für die Hilfe. Ja, ich habe so viele Sachen, Sie glauben es gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Und so langsam ist auch alles voll hier. Ja. Warte, ich hätte noch eine Bitte an Sie. Ja. Probieren Sie bitte nicht durch meine Wiesen zu fahren, dankeschön. Das mache ich doch nicht, oder? Nö, meine Hofwiese ist nicht komplett am... Ja, ich bin sowieso, da müssen wir mal mit dem Bürgermeister reden, ob der Ihnen die da ein Stück von abkauft, weil, also ich bin mit meinem Drescher da fast nicht rumgekommen. Dass die da irgendwie ein bisschen breiter machen. Ach so, die Straße. Ja, da, also das ist wirklich sehr eng bei Ihnen vorm Hof. Das könnte ich auch aus meinem Geld machen mit Schotter halt. Ja, wie Sie wollen, also ich denke halt, wenn der Stadler da ein bisschen was zuschießt und ihn bezahlt, ist doch auch gut. Ja, ich frage einfach mal den Herr Stadler. Ja. Sie können ja Bürgerinteresse bekunden. Ja. Okay. Gut, dann danke ich Ihnen recht schön. Jo. Tschüss. Tschö. So, also der ist gar nicht von mir. Dann bringe ich den dem Leo gleich wieder runter. Kann er den nämlich wieder verkaufen. Oder nee, den stelle ich drüben rein. Oder passt der da ins Eck? Ja,
das ist ja noch besser. So, perfekt. Dazu, dazu und dann fahren wir runter. Warte mal. In einem Wasserfass eigentlich was drin? Aber ich muss einen Schwader holen, das bringt mir alles nichts. Das bringt mir leider nichts. Gut, dann fahren wir das gute Stück wieder runter. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut am Mittwoch wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.